Ja, auch in diesem Unterkapitel geht es um affine Abbildung, aber du siehst es ja schon, affine Abbildung durch Matrizen. In diesem Fall wollen wir es also alles ein bisschen konkretisieren, wir wollen ein bisschen rechnen. Wir haben ja im letzten Unterkapitel eigentlich hauptsächlich durch logisches Denken agiert. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was ist schon gegeben an Punkten, also Urpunkten und Bildpunkten und Urgeraden und Bildgeraden. Und was kann man daraus dann ableiten, für weitere Punkte und Geraden? Was kann man einzeichnen? Welche affine Abbildung ergibt sich daraus? Und jetzt wollen wir das Ganze aber eben so ein bisschen systematisieren. Und dazu dient jetzt hier diese Zeichnung, die du hier siehst, die dich vielleicht auch erstmal erschlägt, wo du sagst, hä, was ist das denn? Warum ist jetzt hier ein Koordinatengitter über das andere gelegt? Wir haben hier eine Sache probiert darzustellen, und zwar, dass bei affinen Abbildungen diese Verhältnistreue bleibt. Und die bleibt dadurch, dass man aus diesem grauen Koordinatengitter, was du ja kennst, nämlich diese Einteilung der Achsen x1 und x2 in einer Schritte und dann, dass man sich gut orientieren kann, kommt dann dieses Gitter zustande. Dieses Gitter wurde so ein bisschen nach links gedreht und wurde ein bisschen vergrößert. Warum? Weil nämlich hier eine affine Abbildung stattgefunden hat und weil man alle Punkte, die ursprünglich mal gegeben sind, jetzt als Bildpunkte abbilden kann. So, dazu gehört jetzt hier so ein bisschen so ein paar Rechnungen und ein paar Überlegungen. Fangen wir aber noch mal wirklich bei den Basics an. Wir haben jetzt hier die Punkte E1 und E2. Das wäre so ein sogenanntes kanonisches Koordinatensystem. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit diesen Vektoren, nämlich diesen Pfeilen von Ursprung O, ne, O steht ja mal für Origin, für Ursprung, zu E1 und zu E2 könnte ich das komplette Koordinatengitter erreichen. Völlig egal. Ich müsste jetzt nur einfach nur E1 und E2 beliebig strecken, stauchen und so lässt sich jeder Punkt im Koordinatensystem ansteuern, nämlich zum Beispiel der Punkt X. Dafür müsste ich also einfach nur E1 nehmen, E1 mit 1 multiplizieren, also es bleibt E1 und ich müsste E2 hier mit 3 multiplizieren. So, dann würde ich eine Verschiebung vornehmen können vom Ursprung zu dem Punkt X. Jetzt wird aber in dieser affinen Abbildung der Ursprung hierhin abgebildet, zu O'. Das heißt, er wird irgendwo hier in den Raum verschoben. Dadurch hat sich der Ursprung schon mal verändert. Der Ursprung ist selber also kein Fixpunkt, er wird nicht auf sich selber abgebildet, sondern irgendwo hier in den Raum. Und jetzt wird es interessant. Wie verändert sich E1 und E2? E1 verändert sich jetzt so, dass man 3 Einheiten nach rechts geht und eine Einheit nach oben. Dieser Pfeil wird jetzt sozusagen als Einheitsvektor angesehen, der mir hier eine Einheit bei meiner affinen Abbildung abbildet. Und E2 genauso ist sozusagen in X2, in die neue X2-Richtung, also in die X2-Richtung, wenn man so will, Richtung, wird das jetzt hier abgebildet und das funktioniert, indem man eine Einheit nach links geht in einem alten Koordinatensystem und 2 Einheiten nach oben. So, wenn das so ist, dann kann man durch die Verhältnistreue sagen, dass der Punkt X, der Urpunkt, auf dem Bildpunkt X' abgebildet wird. Und das wollen wir so ein bisschen systematisieren. Ich denke, man kann es schon erkennen, nämlich wenn man hier jetzt sagt, wohin wird denn der Punkt X verschoben vom Ursprung aus gesehen? Das ist eine Einheit nach rechts und 3 nach oben. Genauso ist es ja in unserem neuen Koordinatensystem auch. Jetzt musst du den Kopf so ein bisschen nach links drehen und auf das neue Koordinatensystem, auf das blaue gucken und sagen, eine Einheit nach rechts und 3 nach oben. Funktioniert also genauso. Das heißt, durch logisches Denken haben wir es jetzt auch wieder erschlossen. Jetzt wird es aber ein bisschen konkreter. Wir sagen, jetzt muss ich gucken, wo fange ich hier an? Aufgrund der Verhältnistreue, der Teilverhältnistreue, genau, bla 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 bla. X ist gleich x1 mal 1, 0, das habe ich eben gerade schon alles erklärt. Und jetzt geht es hier sozusagen los. X', das ist mein Bildpunkt zu x. Siehst du hoffentlich da oben noch eingeblendet. Der hat jetzt folgenden Ortsvektor. Erstmal muss ich also den Vektor gehen, den Pfeil von Origin zu Origin', also von O zu O'. So, das ist jetzt erstmal sozusagen wie so ein Stützvektor. Da muss ich jetzt erstmal hinkommen in diesen Raum. Und dann habe ich ja als maßgebliche Vektoren, die jetzt in diesem neuen affinen Koordinatensystem die einzelnen Punkte ansteuern, habe ich ja E1' und E2'. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nichts anderes machen, als O'E1', diesen Pfeil zu bilden und den Pfeil O'E2'. Die beiden siehst du hier. Und wenn du die jetzt jeweils mit den alten Koordinaten multiplizierst, dann hast du eben über diese Teilverhältnistreue die Möglichkeit, den Punkt X' anzusteuern. Okay, machen wir das mal. O'E1'. So, das ist dieser Pfeil jetzt hier. Wenn ich den jetzt hier multipliziere mit meinem alten x1-Wert, der alte x1-Wert ist ja 1, dann habe ich 1 mal 1
1 ist 1, das heißt, ich gehe in dem neuen Koordinatensystem 1 nach rechts. Richtig, habe ich auch gemacht. Dann habe ich O'E2', ist auch wieder eine Einheit im neuen Koordinatensystem. Die Frage ist jetzt, wie viele Einheiten muss ich nach oben in diesem neuen Koordinatensystem gehen? Und da nehme ich den alten, die alte Koordinate x2. Die alte Koordinate x2 ist die 3 hier, wie wir sehen. 3 mal 1 ist 3, das heißt, ich muss 3 Einheiten nach oben gehen. Also 1, 2, 3. So, jetzt habe ich 3 nach oben, 1 nach rechts und dann lande ich da oben bei x'. Das heißt, über diese Kombination hier von Vektoren und Streckung, Stauchung aus meinen alten Urpunktkoordinaten schaffe ich es jetzt eben, diesen Punkt hier oben anzusteuern. So, wenn wir das jetzt systematisieren wollen, können wir sagen, dieses hier sieht ja alles noch so ein bisschen, ja, ein bisschen schwergängig aus. Sagen wir doch einfach mal O'E1', das ist also dieser Pfeil hier, O'E1', den nennen wir einfach mal A. Das ist jetzt sozusagen unser neuer Vektor, der eine Einheit in dem affinen Koordinatensystem abbildet. Das ist mein A. Mein B ist jetzt das O'E2', das heißt dieser Pfeil hier. Das ist meine neue Richtung nach oben in dem neuen affinen Koordinatensystem, wenn man so will. Ich probiere es jetzt einfach mal so zu erklären, dass man es gut versteht. Ist jetzt vielleicht mathematisch nicht so ganz sauber, weil je nachdem, wie man das dreht, ist vielleicht oben, unten oder rechts, links. Aber ich glaube, so ist es gut nachvollziehbar. Also O'E1', O'E2' sind also sozusagen meine neuen Vektoren, die vorher hier diese Entfernung waren, OE1, OE2. So, das haben wir jetzt also geschafft. Und O'O', das heißt erstmal diese Bewegung vom alten Ursprung zum neuen Ursprung, die bezeichnen wir, das bezeichnen wir als C. Dann kann man jetzt eben diese affine Abbildung als Matrixdarstellung schreiben, und zwar indem man sagt, jeder Punkt, jeder Bildpunkt X', dargestellt hier über diesen Vektor, lässt sich ansteuern, indem ich mir die Matrix A nehme. Die siehst du jetzt hier. Die Matrix A wird zusammengesetzt aus A und B, also klein a und b. Diese Matrix A, das ist die entscheidende Matrix, das ist die Matrix der affinen Abbildung, wenn man so will. Die multipliziere ich mit x1 und x2, das heißt meinen alten Koordinaten, und ich addiere noch den Weg, den ich zum neuen Koordinatenursprung gehen muss. Manchmal liegt der neue Ursprung, also O' auf O, das heißt, da ist ein Fixpunkt. Dann verringert sich diese Gleichung und dann fliegt das hier raus. Dann hast du das nicht mehr, sondern nur noch die Multiplikation von dieser Matrix A mit dem alten Vektor X. So, jetzt nehme ich das aber wieder raus, weil hier haben wir ja keinen Fixpunkt im Ursprung, sondern wir haben tatsächlich eine Verschiebung, und deswegen muss diese Verschiebung hier hinten auch über den Vektor C addiert werden. Man kann das jetzt auch noch als Gleichungssystem aufschreiben, dann hast du das hier als Gleichungssystem aufgeschrieben. Ich habe gedacht, ich hätte mich hier vertippt. Nein, alles gut. Ergibt sich das. Okay, das heißt, die einzelnen Koordinaten des neuen Bildpunkts x1' und x2' lassen sich jetzt eben über diese Kombination hier, diese Linearkombination ausrechnen. Okay, jetzt ist das ja immer so eine Sache, theoretisch und praktisch immer irgendwie so ein bisschen schwierig. Wenn du magst, kannst du das jetzt selber gerne mal in dieser Aufgabe probieren. Drück einfach mal auf Pause und rechne das mal durch. Ansonsten kaue ich dir das natürlich in altbewährter Manier jetzt vor. Gut, gegeben sind hier Punkte. Wir haben einen Ursprung. Man muss da immer ganz locker einmal durchatmen, ein bisschen lesen und sich das Wichtigste rausschreiben. Der Ursprung wird also nicht auf sich selber abgebildet. Das heißt, ich habe schon mal keinen Fixpunkt im Ursprung. Das ist schon mal so meine erste Erkenntnis. Das heißt, ich habe auch die volle Formel, die ich dir gerade unten erklärt habe. Dann haben wir brauchen ja immer so drei Punkte, damit so eine affine Abbildung wirklich eindeutig definiert ist. Und die haben wir hier auch gegeben, also drei Punkte Paare. Wir haben B und noch B' und wir haben C und C'. All diese Punkte machen jetzt meine affine Abbildung aus. Und ich kann dadurch die Matrixdarstellung dieser Abbildungsgleichung oder die Abbildungsgleichung dieser affinen Abbildung hier aufschreiben. Das ist jetzt also gar kein Problem mehr. Da fange ich erstmal an. Wir schreiben uns jetzt erstmal raus, wie ist die Bewegung von O zu O', also von dem hier zu dem hier. Da musst du rechnen, 2 minus 2 ist 0 und 3 minus 1 ist 2. Also 0 und 2. Du weißt immer, die von dem zweiten Punkt nehmen, die Koordinaten, die minus die Koordinaten des ersten Punktes. Dann haben wir O'B', das heißt, wir nehmen B', die erste Koordinate, 10. Und das sind jetzt quasi diese Pfeile, die ich dir hier gezeigt habe. Das sind jetzt die Pfeile in dem neuen affinen Koordinatensystem, die wir jetzt ausrechnen. Das heißt, 10 minus 2 sind 8 und 6 minus 3
sind 3. Und O' C', da nehme ich mir von C' die 9, minus 2 sind 7 und die 7 minus die 3 sind 4. So, damit habe ich jetzt schon mal diese Werte. Das hier jetzt, das ist mein A, also vielleicht mal ein bisschen anders. Das hier ist mein A, das ist mein B, damit kann ich schon mal die Matrix der affinen Abbildung darstellen. Und das ist noch die Verschiebung, die ich zusätzlich in meiner Formel noch beachten muss. So, nehme ich das mal weg, zack. Und dann siehst du das jetzt hier auch. Also so können wir das aufstellen. Das ist die Matrix A, 8 und 3, das ist A, 7 und 4 ist B. Dann wird das multipliziert mit dem Vektor der alten Koordinaten des alten Punktes. Das ist ein beliebiger Punkt x, kann man dann beliebig einsetzen, egal wo der vorher im Koordinatensystem gelegen hat. Plus die Verschiebung, die ich geben muss, weil der Ursprung selber kein Fixpunkt ist, muss ich mich noch in den Raum bewegen. So, das ist das jetzt in Matrix-Schreibweise. Jetzt wird es ganz einfach. Berechne den Bildpunkt von P37. Naja, wenn jetzt der Ursprungspunkt, das ist ja ein Ursprungspunkt, dieses 3 und 7 gegeben ist, dann muss ich das ja nur noch in diese von mir ausgerechnete Abbildungsgleichung einsetzen. Den findest du hier wieder. Das ist die 3 und 7. Das ist die 3 und 7. Einfach nur eingesetzt. 3 und 7, jetzt müssen wir das sozusagen wieder hier so drüber klappen. Das ist diese, manche sagen Honigmethode irgendwie, so drüber kippen und dann läuft das so runter und deswegen macht man irgendwie die Spalte über die Matrix. Naja, wie auch immer. Ich merke mir das einfach immer so, wenn man Matrix mal Spaltenvektor multipliziert oder nimmt, dann nimmt man einfach nur diesen Vektor und kippt ihn einmal so drüber und es wird zeilenweise multipliziert und aufaddiert. 8 mal 3 und 7 mal 7. Und dann haben wir hier unten 3 mal 3 und 7 mal 4. Kommt also insgesamt raus, hier erst kommt hier oben 73 raus, da unten 37. 37 plus 2 sind 39 und somit hat man dann die Koordinaten hier. Und das sind die Koordinaten von meinem Bildpunkt P'. Wie wird der angesteuert? Über diesen Vektor klein P' mit einem Pfeil drüber kann man das eben über diese Koordinaten ansteuern vom Ursprung aus. Okay, C, bestimme die Bildgerade G' von GX ist gleich, dann hat man hier einen Stützvektor, 3, 7, der ist jetzt genauso wie der Bildpunkt, das ist jetzt aber irgendwie nicht irgendwie beabsichtigt großartig, sondern es ist einfach Zufall, plus R mal 1, 1, das heißt hier noch der Richtungsvektor, der gegeben ist. Jetzt musst du einfach doch nur diese Gerade wieder in die Abbildungsgleichung einsetzen. So, schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Also, hier hast du jetzt einmal in der Abbildungsgleichung ja deine Matrix der affinen Abbildung, die 8, 7, 3 und 4, die taucht jetzt hier auch auf. Für x muss jetzt die Gerade eingesetzt werden, das sieht man ja hier auch, da steht auch x ist gleich. Und deswegen muss jetzt hier einmal diese Matrix, das muss ausmultipliziert werden. Diese Matrix wird einmal multipliziert mit 3 und 7, das siehst du jetzt hier. Und plus, diese Matrix muss noch einmal multipliziert werden mit R 1, 1. Also plus. R ist jetzt nach vorne einfach gezogen, das kann man ja machen, kann man rausklammern, weil es ein Buchstabe ist. Und dann hat man hier die Matrix mal 1, 1 bleibt über. Plus, und das wird von Schülern dann häufig vergessen, dann denkt man, man ist fertig, weil man jetzt nur ausmultipliziert hat und das hatte man nur so im Kopf. Aber in der Formel gibt es ja noch diese Verschiebung, weil der Ursprung kein Fixpunkt ist, müssen wir noch in den Raum. Also diese Verschiebung bitte hinten raus nicht vergessen. So, wenn man das hat. Und da muss man nur ein bisschen rechnen. Das erspare ich uns jetzt. Wenn du das nachrechnen willst, dann kannst du das gerne machen. Einfach nochmal kurz anhalten. Die Ergebnisse sollten aber richtig sein. Geradenschreibweise hat man jetzt also hier das Ergebnis raus. Kann man sich ja vorstellen. Stützvektor, Richtungsvektor. Das ist jetzt die Geradenschreibweise meiner Bildgeraden, die aus meiner affinen Abbildung entstanden ist. Naja, man kann nun entweder mit einer gegebenen Abbildung Alpha bestimmte Bildpunkte ermitteln oder mit Punkten und deren Bildpunkten eine Abbildung Alpha festlegen. Also beide Seiten sind möglich. Wir haben uns ja im Grunde jetzt auch beide Seiten hier angeguckt. Und ich finde das auch ganz interessant irgendwie. Man hat jetzt hier nur so ein paar Punktepaare gegeben und kann sich daraus eben relativ schnell die Gleichung zusammenbauen und diese Gleichung dann wiederum auf andere Dinge anwenden. Macht, finde ich, Spaß, weil man da auch die Mathematik mal so ein bisschen spürt und ja, nicht nur einfach so. Ja, so plump daherrechnet. Ne? Okay. Ist O ein Fixpunkt, so entsprechen die Spalten der Matrix A den Ortsvektoren der Bildpunkte E1 und E2. Das habe ich schon gesagt. Da fehlt quasi dann hinten raus noch die Verschiebung in den Raum. Und ja, jetzt wollen wir uns ein paar Übungen dazu angucken. Viel Spaß.